Okay. Warum ist es hier dunkel und in der Stadt hell? Mir ist Erdfragen. aufgefallen, dass es hier im Sumpf Nacht ist. Und in der Stadt ist es Tag. Wie kommt das? Keine Ahnung. Vermutlich Magie. Oh. Okay. Zauberschule, Geisterspiegel. Kennen Sie den Geisterspiegel, der in der Zaubererschule steht? Sicher. Hat früher dem alten Balthasar gehört. Meister Markus sagt, er führt in das Reich der Toten. Jupp, tut er. Aber nur Geister können durch den Spiegel gehen. Gibt es gar keine andere Möglichkeit? Warum sollte es? Es ist ein Geisterspiegel. Kein Lebender hätte Interesse daran, durch den Spiegel zu gehen, glaub mir. Okay, ich muss sterben. Könnten Sie mich zu einem Geist machen? Geister sind Tote, die in dieser Welt noch etwas zu erledigen haben. Du lebst noch. Und in diesem Spiel kann niemand sterben. Verstehst du die Problematik? Schon? Nein. So ganz klar ist mir das noch immer nicht. Solange dein Name nicht im Buch der Toten steht, kann ich dich nicht ins Jenseits befördern. Auch nicht, wenn ich ganz nett darum bitte? Hier geht es um das Alpha und das Omega, die Ewigkeit. Also, nicht? Nein. Okay. Ich muss weiter. Todlangweilig hier. Aha, bitte. Oh Mann. Aber ich kann doch einfach. Ich kann jetzt jederzeit was schreiben. Nur was? Und worauf? Ja, du Nappel, du in das Buch. Was glaubst du, tust du da? Das Universum aus seinen Angeln heben. Ich wollte nur meine Schreibfeder ausprobieren. Ups, ist das nicht das goldene Buch des Sumpfes? Die innere Ordnung des Universums stören? Exakt. Also lass das bitte. Entschuldigung. Okay. Also ich muss ihn irgendwie ablenken. Gut. Was haben wir hier noch? Untersuche die bläulich schimmernden Pilze, die es übrigens in jeder Höhle in jedem Rollenspiel gibt. Das sind bestimmt Geisterpilze. Bläulich schimmernde Pilze mit grünen Sprenkeln. Das könnten die Geisterpilze für meinen Trank sein. Jo, also pack ein. Dann haben wir noch ein Stück von einem Tau. Ich glaube, ich kann eine einzelne Faser herausziehen. Ja, das ist ein schönes, dünnes Seil. Okay, cool. Jetzt haben wir hier noch einen Zylinder. Ein alter Hut, der schon bessere Tage erlebt hat. Er glänzt nicht mehr und er hat ein paar Mottenlöcher. Ein alter. Okay, mit dem müssen wir noch irgendwas machen. Da ist ein Bild vom Tod und ein toter Fisch und ein Ofen. Im Tod Ein ist scheint's massiver Ofen kalt. mit einem schönen Feuer. Er spendet wenigstens etwas Licht und Wärme. Ein massiver Ofen. Okay, mit dem müssen wir auch noch irgendwas machen. Gut, das heißt, uns fehlt jetzt noch Knochenwürmer. Da vorne im Sumpf war doch noch was hier. Da ist doch noch das Skelett. Da sind bestimmt Knochenwürmer drin. Dann hätten wir unseren Trank schon mal Ich fertig. frage mich, was das für ein Tier gewesen ist. Und noch viel wichtiger, gibt es diese Tiere hier noch immer? Mal sehen. Ganz morsch. Aha, da sind Knochenwürmer am Werk. Sie höhlen Knochen aus wie Holzwürmer die Bäume. Ja. Okay. Damit habe ich die Würmer für meinen Trank. Cool, dann können wir jetzt den Trank machen gehen. Hätten wir das ja erledigt. Dann gehen wir mal raus und rein und rein. Was macht denn der Krämer da? Der wird doch wohl nicht etwa suchen, mal einpacken und abhauen. So, wir haben alles für unseren Trank. Dann hauen wir jetzt erstmal alles da rein. Dann wollen wir mal. Meister Markus, ich beginne jetzt mit dem Brauen des Tranks. In Ordnung? Wie du willst. Aber mach dir nichts draus, wenn es nicht beim ersten Mal funktioniert. Du kannst es beliebig oft versuchen. Okay, danke. Gut. Also los. Muss ich da irgendwie eine Reihenfolge Geisterpilze in den bekommen? Trank geben und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Dann mit dem Umrühren aufhören. Okay, Geisterpilze, Geisterpilze. Und jetzt umrühren? Muss ich jetzt? Ja, ich muss umrühren. Oder? Okay. Und jetzt?
Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herum rühren, bis er eine rosa Färbung annimmt. Schimmelschleimextrakt und links rum rühren, bis er rosa Färbung hat. Okay. Die ist nicht rosa, oder? Nee, das ist gelb. Rote Schweißachseln dazugeben und warten, bis rote Bläschen aufsteigen. Dann sofort so schnell rühren wie nur möglich. Okay. Jetzt wenn Bläschen aufsteigen. Steigen da Bläschen auf? Nein. Oh, jetzt rühren! Rühren! Schneller! Kirschkäfer Geweihpulver in den Trank streuen und sobald der Trank zum dritten Mal blau wird, sofort die Knochenwürmer hinzugeben. Okay, also dazugeben. Warten, bis es zum dritten Mal blau wird. Eins. Grün. Rot. Zwei. Grün. Rot. Grün. Blau. Anschließend die asthmatischen Speckmagen hinzugeben und den Trank viermal rechts herum, zweimal links herum und dreimal rechts herum rühren. Alter. Wie was? Viermal rechts rum. Also die müssen dazu. Eins, zwei, drei, vier. Ah! Ey! Das war wohl nichts. Es ist nicht so einfach. All die Zutaten und die Farben. Versuch's einfach nochmal. Ja, aber das waren doch viermal. Im Topf köchelt das Wasser. Auf ein neues. Geisterpilze in den Trank geben und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Dann mit dem Umrühren aufhören. So. Jetzt rühren, bis es grün wird. Aufhören. Habe ich gemacht. Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herum rühren, bis er eine rosa Färbung annimmt. Links rumrühren. Das ist nicht rosa, das ist gelb. Rote Schweißachseln dazugeben und warten, bis rote Bläschen aufsteigen. Dann sofort so schnell rühren wie nur möglich. Okay. Jetzt warten, bis Bläschen aufsteigen und dann schnell rühren. Rote Bläschen, rote Bläschen. Ah, rühren, 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 rühren. Schäfergeweihpulver in den Trank streuen und sobald der Trank zum dritten Mal blau wird, sofort die Knochenwürmer hinzugeben. Okay. Also. Eins. Ja. Grün. Rot. Zwei. Grün. Rot, grün, drei. Anschließend die asthmatischen Speckmagen hinzugeben und den Trank viermal rechts herum, zweimal links herum und dreimal rechts herum rühren. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Eins, zwei. Zum Abschluss sorgt das Pfefferminz für einen frischen Geschmack. Geben Sie einige Blätter hinzu und rühren Sie, bis der Trank eine goldgelbe Farbe annimmt. Okay. Goldgelb. Los, werd goldgelb. Damit ist das Stärkungselixier fertig. Wir empfehlen dazu einen trockenen Berserkertrank. So, so. Krass. Ja, und nu? Ist doch fertig. Hallo? Ich hab's geschafft. Ah. Mein erster Zaubertrank. Krass. Ich hab den Zaubertrank. Entschuldigung, Herr Lehrer. Was gibt es? Ich habe ein Stärkungselixier gebraucht. Schaut, Meister Markus. Ich habe das Stärkungselixier fertig. Was? Gib mal her. Habe ich bestanden? Unglaublich, aber wahr. Hier, nimm. Sei sehr sparsam damit. So ein Trank ist wertvoll. Cool. Damit hast du die erste Prüfung bestanden, Wilbur. Das ist schon mal eine Prüfung mehr, als ich dir zugetraut hätte. Danke. Die anderen schaffe ich auch noch. Wenn du meinst. Okay. Der Tod sagt, nur Tote können zu Geistern werden. Ich habe werden. Mit dem Tod über den Geisterspiegel gesprochen. Er sagt, nur Tote können zu Geistern werden und nur Geister können durch den Spiegel. So ist es. Aber der Tod sagt auch, dass man in diesem Spiel nicht sterben kann. Was meint er damit? Das kann ich dir nicht sagen.
Aber wenn es um Leben und Tod geht, dann ist er der Experte. Aber ich kann mich doch schlecht töten lassen, nur um dieses Artefakt zu bekommen. Allerdings, du musst dir etwas anderes suchen. Irgendwo in den Nordlanden soll es eine Yeti-Höhle geben, in der ein verwunschener Gummistiefel aufbewahrt wird, mit dem man Regen rufen kann. Vielleicht versuchst du dein Glück dort. In weniger als 2 Monaten kannst du da sein. Das dauert alles zu lange. Ich lasse mir schon etwas mit dem Spiegel einfallen.